Willkommen zu einem wundervollen neuen Part Moon Silver Nuzlocke. Wir haben ein paar alte als auch ein paar neue Gesichter wieder mit von der Partie. Ich denke mal, die ersten vier kennen wir inzwischen, aber Raichu ist nun mit von der Partie. Der hat vor allem sehr viel mehr Attack als Special Attack, was I guess okay ist. Er hat immer noch genau dasselbe Moveset, weil ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich groß mehr auf den draufpacken soll. Ist eigentlich ein ganz cooles Set, wie ich finde. Und Taubos ist nun mit von der Partie. Welcher Nahkampf gelernt hat beim Entwickeln, was ich sehr nice finde, weil das dann, ich meine, Staraptor kann es, es ergibt Sinn, dass der das auch kann. Und das finde ich sehr, sehr geil. Ja, unser Ziel für heute, wir müssen, ich kann ihm eigentlich auch Fliegen beibringen, merke ich gerade. Die Frage ist, will man diesen Two-Turner haben? Weil das Ding ist, wir werden halt jetzt dann dieses Team Rocket-Gedöns machen müssen. Boah, aber 30 Base-Power-Unterschied ist schon ordentlich. Ja, doch, das bringe ich ihm schon bei. Dieser Team Rocket Arc müsste jetzt noch kommen, weil die nächste Level Cap ist 40, bis dahin ist es noch ein bisschen. Und ich meine mich zu erinnern, dass das genau jetzt hier dazwischen kommen ist. Das heißt, wir haben ein paar sehr, sehr wilde Battles vermutlich vor uns im heutigen Part. Deshalb schauen wir mal. Zunächst einmal habe ich es komplett verpeilt. Muss ich natürlich, oder darf man jetzt endlich mal den Geheimtrank mitnehmen. Den habe ich schon wieder gar nicht mehr gedacht. Was ich mich aber auch frage, ist, was kann man bei dem kaufen? Wirklich nur so nur langweiligen Kram, der uns nichts hilft. Dann geben wir auch sogleich den Geheimtrank ab. Dann geht's dem Ampharos wieder besser. Und ich glaube, wenn wir nämlich jetzt unten aus dem Leuchtturm rausgehen, müsste Baoba uns anrufen und sagen, irgendwas ist da falsch, irgendwas ist da los, irgendetwas stimmt da nicht, Herr Downster. Bitte kontrollieren Sie das und ich sage, natürlich, für dich alles, Baoba. Da ist auch mein Anruf von ihm. Ja, irgendwas ist nicht okay, Freund Baoba. Ich kann in die Zukunft blicken. Ich bin Downy Perfektster. Ich weiß alles, was ich hier tun muss. Dann steppen wir doch mal. Oh. Ich habe diesen Team Rocket Ripple gerade unironisch übersehen, ne? Steppen wir mal Richtung Safari-Zone. Auf welchem Level sind denn die Rocket Ripples so? 33, das klingt schon mal erstmal nach einer machbaren Sache, das finde ich ganz gut. Donphan ist im Übrigen momentan jetzt auch nicht mehr im Team, weil ich gesehen habe, der lernt erst Level 50 oder sowas Erdbeben rum und ja, der bringt mir halt nicht wirklich davor dann was, weil der lernt halt leider einfach keine gute Attacke, außer ich würde ihn echt gerne benutzen, aber es geht halt einfach nicht. Sie ist ein bisschen sad, aber was will man machen, ne? Was nicht sein soll, das soll nicht sein, ne? So, Golbat schon mal direkt weg. So gefällt mir der Anfang direkt. Raichu erstmal gute Performance hier. Bin mir gar nicht sicher, ob ich die Statbuffs überhaupt vorgelesen habe. Pidgeot hat nämlich 103 Base HP in dem Spiel und immerhin 91 Attack. Das ist, finde ich, ganz gut. Und ich sehe auch noch ein paar Moves, die da kommen. Wir kriegen auf jeden Fall auf Level 40 E-Speed, was sehr nice ist. Also ich glaube, oh, da geht's schon los, echt. Ach du Scheiße, ja, ich glaube, na, habe ich zufällig noch irgendwie ein Potion übrig? Ich weiß, dass ich auf dem Weg hierher einige benutzt habe, da Berry Juice kommen. Werde ich sowieso nie im Kampf benutzen, weil ich werde da nie dran denken. Aber ich weiß gar nicht. Ich pack mal Slowking vor. Oder vielleicht ist auch Lightning Rod nicht ver... Boah, ich weiß gar nicht, wie ich hier wirklich richtig gut agieren, antreten soll. Weil wir kämpfen ja jetzt mit diesen ganzen Partnern da zusammen. Das ist gar nicht, das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was haben denn die zwei Rocket Rüpels hier so? 6 Pokémon erstmal. Drowsy und Rhyhorn, super. Erstmal Monster, bei denen ich mir denke, da wäre jetzt Slowking sehr, sehr schön vorne. Gut, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil ich mir dachte, ah, wenn dann Dark-Type mit Pursuit krompt, ist das nicht ganz so geil. Ich meine, wir haben P2 auf unserer Seite daneben. Der ist schon mal sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr nice. Ich merke gerade, ich habe gar nicht kontrolliert, ob im Pokéathlon wir eigentlich schon... Okay, ich wollte gerade sagen, ist Horndrill nicht Hornbohrer? AKA... Ich kann sogar auf Eisstrahl gehen, merke ich gerade. Dann hätte ich nicht P2, weil... Wasser ist ja nur noch neutral auf Gestein, aber... Das war schon Hornbohrer, oder? Horndrill ist doch Hornbohrer. Aber dann gibt es vermutlich keine K.O.-Attacken mehr oder wurden also definitiv abgeändert in irgendeinen Damaging-Move. Alter. Boah, dass diese Attacken missen können, ne? Macht mich wirklich ein bisschen passiv-aggressiv, muss ich sagen. Also das geht mir schon ein bisschen auf die... Alter. Wait, Psybeam kann auch daneben gehen?
Okay, ich check gar nichts. Aber okay, so, sein Headbutt kommt. Das wird jetzt erstmal auf Schwalott sehr viel Damage machen. Sehr schön. War das? Ich wollte gerade sagen. Da gleicht er den Crit wieder aus, unser Ehrenmann. Ich habe eventuell gerade kurz auf mein Handy geguckt und nicht und nur so halb davor aufgepasst. Es tut mir leid. Der macht mir jetzt ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich glaube, wir können Konodio da gehen, weil wenn der jetzt cruncht. Wobei der auch nicht so viel Def hat, ne? Oh, ich weiß gar nicht, ob der Spielzug so nice war. Boah, wenn das jetzt auf Roserade geht, ich glaube, das war sehr dumm. Ich glaube, wir hätten einfach in Krüppuk oder so gehen sollen. Oh nein, bitte nicht. Auch nicht Multi-Hit. Stopp, 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 bitte stopp, stopp, bitte stopp, stopp, bitte stopp. Oh mein Gott, Tony Luxter, er ist am Start. Er hat das Spiel durchgespielt. Bin jetzt kein Pursuit, aber ich glaube, die können das beide nicht. Mamma mia. Ich glaube, Shapiro hätte uns nicht outspeeden können, aber ist ja egal, weil es ist ja alles kacke. Och Gott, boah, das war aber auch schon wieder so viel Damage. Hat der Strong Jaw? Weil der hat, nee, weil der hat ja keinen Speed Boost. Aber das hat mir gerade hier schon wieder gewaltig die Pumpe gegeben. Aber jetzt sind wir vermutlich ein 2 gegen 1. Ja, also 2 gegen 1 sollten wir eigentlich nicht verlieren. Aber man weiß ja nie, ne? Ich habe die Klappe auch gerade, ich dachte auch, ich bin Mr. Invincible. Ich bin Downy Perfect Star. Nicht so ganz. Das war jetzt gerade sehr glücklich. Ich meine, 3 ist ungefähr so ein Durchschnittshit, was dem Move angeht. Ach du Scheiße. Okay, ich wollte gerade sagen, das war schon wieder sehr, sehr viel Damage, du mein Freund. Also finde ich ja gut, aber, ne? Da hatte ich auch wieder Glück, dass da nur 3 von abgefeuert wurden und nicht 4. Weil dann wäre schon Ende Gelände gewesen. Das war aber auch echt viel Crunch-Damage, wie gesagt, ne? Aber an der Stelle muss man auch sagen, ist Shapiro, glaube ich, ein relativ starkes Pokémon. Natürlich kommt jetzt ein Käfer-Pokémon. Also ich muss in diesem Kampf so viel wechseln, ne? Es ist der Wahnsinn. Aber ich denke mal, da wir jetzt ein 2 gegen 1 sind, sollte das ein gegessenes Ding sein. Ich hoffe auch, wir werden danach immer geheilt. Das wäre auch sehr nice, muss ich sagen. Weil dann muss ich nicht immer zum Pokémon-Center oder so richtig dumm laufen. Finde ich ganz nice. Oh, das hittet beide? Ich dachte es mir fast. Web-Shooter klingt etwas... Naja, erst einmal klingt das wie etwas, was Spider-Man macht. Oder wie so eine Attraktion im Disneyland, die auf Spider-Man basiert. Und zweitens klingt das auch relativ realistisch dann. Faszinierend, wie dieser Sucker Punch jetzt schneller ist als meine Quick Attack, weil Ariados Base Speed vermutlich höher ist als die von Taubos. Wobei, ist die nicht auch erhöht? Nee, Base Speed ist nicht erhöht. Was ist die Base Speed von Taubos? Aber ist die nicht auch so 101 oder so? Aber die reicht offenkundig auch nicht. Licky, Licky. Ich würde super gerne da jetzt... Nee, wisst ihr was? Wir fliegen einfach. Ich traue mich jetzt nicht auf Nahkampf zu gehen, weil ich habe gar keinen Bock, dass ich jetzt einen Death Drop bekomme. Wir den irgendwie nicht killen und da irgendeine ganz große Kacke passiert. Conversion 2, greif doch bitte einfach an, Pitu. Du warst bisher ein super Partner, muss man sagen. Jetzt sei auch einfach weiterhin a good boy. A good duck an der Stelle. Genau, eine schöne Tri-Tech. Hat der eigentlich Fährte bekommen? Hatte der einen Download-Boost oder hat der Analyse? Ich habe am Anfang, habe ich das Gefühl, gar nicht aufgepasst. Was P2s Mission hier eigentlich ist. Seine Mission ist die Mission zum Freezen. Das finde ich, das ist eine gute Mission. Gefällt mir, wenn es auf der Gegnerseite passiert. Und das war es mit Licky Licky. Das hätte sehr viel schlimmer ausgehen können und deprimierenderweise... Hätte das mit dem Squad eigentlich gar nicht passieren sollen, weil ich würde jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist gerade eigentlich ein sehr, sehr guter Squad. Und damit geht es auch schon in Runde 2. Wir wurden geheilt und eventuell bin ich auch einfach richtig schön schnell mit dem Speed-Button hier in den Kampf reingeprescht, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken und nochmal nachzudenken. Und wieder, ich glaube, wir werden um diese 6 Pokémon nicht herumkommen. Okay, aber Murkrow finde ich schon mal ganz gut. Umbreon? Okay, der wird jetzt erstmal, also zumindest wird der nicht umkippen, das ist ganz gut, unser Partner. Weil dann können unsere Gegner wenigstens vermehrt da auch angreifen. Also auf den Slot, aber Umbreon, was hat er denn mit Umbreon am Hut? Ist ja nicht mal sein Signature-Mon, ich dachte, da kommt da jetzt Clay. Ach du heilige Kacke. Da kriege ich ja schon fast Mitleid mit meinen Gegnern, dass so eine Kacke passiert. Beschwörung, okay. Da können jetzt keine Crits mehr gelandet werden, aber ich glaube, das ist okay. Nuzleaf. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, wir können mal drin bleiben und eine Runde fliegen.
Wir können erstmal eine Runde aussetzen. Okay, ist auch erstmal. Ist jetzt nicht ganz schlimm. Oh mein Gott, Ambryon. Mach doch einfach irgendwas Sinnvolles. Nature Grace. Oh, das ist das mit dem Omni-Boost, ne? Das finde ich gar nicht so nice. Wir fliegen erstmal weg. Tschüsselü. Ich denke mal, fliegen sollte Nuzleaf auch immer besiegen. Und im besten Fall, wenn Ambryon angegriffen wird, sollte der Nature's Grace dodgen, weil, also, ein Omni-Boost auf dem finde ich auch gar nicht so geil. Wunderbar, alles wird gedodged. Er hat Fußkick eingesetzt, ich glaube, das Blanas, ne? Der sollte auf jeden Fall jetzt dann weg sein. Ich hoffe zumindest von der Base-Power her und so. Sollte das aufgehen? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und wir schauen einfach wieder, dass wir eine Seite als erstes komplett wegbekommen und dann können wir uns ja irgendwie um die andere Seite, Alter, kümmern. Ambryon, es wäre auch echt geil, wenn du einfach mal ein bisschen Support zeigen würdest und hier auch einfach mal, ne, einen Angriff oder so raushauen würdest. Das wäre schon super. Das wäre schon sehr, sehr geil. Das Teil finde ich gar nicht so geil. Boah, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wieder ein Fehler ist, aber ich glaube, das ist fein, wenn wir hier reinwechseln. Body Slam. Ist noch okay. Doppelteam kommt. Das ist auch noch okay. Und da kommt wieder Nature's Grace. Gut, das würde Roserade jetzt in dem Fall gar nicht jucken. Omniboost muss trotzdem nicht sein. Okay. So, jetzt will ich mir ein paar KPchen wieder von Nidokibuin snacken. Und ich denke, wir sollten damit auch alles überstehen können, selbst mit Crits. Oh, das ist so saftiger Damage mit Wundersatt und wir kriegen sehr, sehr viele KP zurück. So sehe ich das sehr gerne. Okay, und auch keine Para. Das heißt, wir können in der nächsten Runde Nidoqueen rausnehmen. Boah, dieses Ambryon wird, glaube ich, heute auch gar nicht mehr gehittet. Ich sage euch, wie es ist. Das Ambryon, das wird heute nicht mehr gehittet. Ach du heiliges Kanonenrohr. Das finde ich, also es tut mir jetzt wirklich für den Gegner auch schon leid, ne? Ich bin an dem Punkt, an dem ich mir denke, ey, wenn ich das jetzt auf der Gegnerseite hätte, würde ich im Strahl abkotzen. Aber so richtig hardcore abkotzen. Leco Mio. Du hattest die ganze Zeit eine sehr effektive Psychokinese und die hast du durchgehend nicht abgefeuert. Das ist respektlos, Ambryon, sage ich. Ja, ich denke, damit sollten wir den Doppelkampf an der Stelle auch wieder überstanden haben. Weil 2 gegen 1 mit einem Ambryon, das nicht mehr gehittet werden kann, das ist, denke ich, eher unspektakulär. Was kommt denn noch? Also solange jetzt nichts kommt, wo ich mir denke, scheiße, ich habe gar keinen Switch. Ja, kriegen wir hin. Geoctillery habe ich natürlich gewone-shottet. Und Loudred sollte an der Stelle auch überhaupt kein Problem sein. Damit sollten wir den Kampf auch easy peasy lemon squeezy überstanden haben. Ich bin ehrlich, ich nehme jeden Doppelkampf, den ich hier jetzt erstmal souverän gewinne, mit Handkuss an. Weil die letzten beiden Doppelkämpfe sind, glaube ich, echt schwierig. Also wirklich eine sehr solide Schwierigkeit. So, das ist die Cliff Cave. Und hier dürfen wir ja auch nochmal ein Pokémon fangen. Ich glaube sogar, wir dürfen auf dem Wasser auch nochmal was. Geil! Auch nochmal was fangen. Bitte hab keine Arena Trap. Ich würde ganz gerne gegen dich wechseln. Wenn ich ganz ehrlich bin. Muss jetzt nicht. Muss jetzt nicht sein. Bleib mal. Oh, wir haben ja. Ich habe ja Flottbälle gekauft. Die geile Cell. Bleiben Sie bitte einfach drin. Bleiben Sie bitte einfach drin. Bleiben Sie bitte einfach drin. Bleiben Sie bitte einfach. Ja, so sehe ich das doch gerne. Übrigens auch ein Kandidat dafür, dass Typen geändert wurden auf Drache Käfer. Ja, okay, er ist Käferboden. Ich bin mir relativ sicher, dass das auf Drache Käfer geändert wird. Tatsache, die Route da draußen ist Route 47. Das müsste, sofern ich mich nicht komplett irre, auch eine neue Route sein. Deshalb snacken wir uns da auch gleich nochmal einen zweiten Encounter hinterher, welches, ja, ein süßes kleines Seemäppchen ist. Süß, ja, super, ja, das gefällt. Vom Wassereis ist ja echt ganz gut ins, ja, wobei, weiß ich gar nicht. Der hat ja jetzt auch eine Giftschwäche und keine Ahnung was. Und ach, ich kann Wasser-Pokémon einfach gar nicht mehr einschätzen in dem Spiel, bin ich ehrlich. Södele, wir gucken unsere Boys an. Eric, das nice Trapinch, neutrales Wesen, das ist auf jeden Fall sehr nice. Und ein Sersisfeel, das ist, glaube ich, sogar ganz gut, würde ich sagen. Nehme ich auf jeden Fall. Darf erstmal auf der Bank schimmeln. Ah, hier wartet sogar dieser komische lilahaarige Typ, dessen Name mir nicht einfällt, der mit lauter Smogons arbeitet auf uns. Ich habe jetzt mal das Team.
nicht angepasst. Aber gegen den will ich auf jeden Fall hier nicht drin bleiben. Da können wir eigentlich ganz gut in Krippuk, denke ich, gehen. Er wird, denke ich, trotzdem die Unlichtattacke drücken. Eine normale Attacke wäre mir lieber, aber wir dodgen. Das ist schon mal sehr nice. Wir dodgen einfach nochmal. Mann, Downy Luckstar, wir lieben ihn. Okay, es kommt weiter ein Crunch. Maybe sollten wir sogar auf Sucker Punch wechseln. Okay, also ein Crit würden wir noch überstehen, außer es ist eine Max von der Max Roll. Aber maybe reicht. Ich glaube sogar ein Sucker Punch müsste aus der Range reichen, weil das 20 Base Power mehr sind. Das würde ich ungefähr so einschätzen. Ich habe nichts gesagt. Tschüss, Radikal. Schon mal ganz gut. So, wer kommt jetzt? Kommt jetzt Weezing? Es kommt Golbat erstmal. Das ist aber auch voll fein, weil ich finde es ganz gut, wenn der nur ein Smogmog hat. Also, ich dachte es mir schon, ich war mir recht sicher, dass in dem Kampf nicht eine Smogmog-Armee kommt. Ich weiß auch gar nicht, wenn man nochmal gegen ihn kämpft, glaube ich, ist auch keine Smogmog-Armee. Ich meine, der hat da so Drapions Guntang-Kram und so noch. Deshalb, ist es ganz gut. Eine Smogmog-Armee, vor der hätte ich actually echt viel Respekt gehabt, muss ich sagen. Die wäre gar nicht mal so einfach zum Besiegen gewesen. Aber damit war es das erstmal schon mal auch mit Golbat. Sehr gut. Kriegen nochmal ein bisschen Shellbell Recovery. Ne, wer weiß, ein paar. Ja, gut, das waren 13 KP, das ist geil, mal so wenig. Könnten sogar noch wichtig werden. Da ist auch das Guntank. Bleiben wir hier vielleicht sogar eine Runde einfach mal drin. Der hat jetzt sogar eine Wasserschwäche, ne? Fällt mir gerade ein. Und ich weiß nicht, warum ich mir dachte, jetzt drücke ich trotzdem Donnerblitz, obwohl ich Surfer als Coverage habe, aber hey. Ah, weil wir critten damit. Deshalb habe ich das gemacht. Mit Surfer hätten wir jetzt hier nicht gekrittet, Freunde. Alter. Ey, also bisher kann ich... das wird scheppern. Das wird scheppern. Boah, wäre das ein Crit gewesen, wären wir weg gewesen. So, jetzt würde ich ganz gerne tatsächlich wechseln. Wir gehen auch in Philipp, weil wenn jetzt nochmal Double Edge kommt, überleben wir das. Und wir können dann einfach mit Shadow Sneak zum Kill ansetzen und dann passt es auch. Es kommt aber der Nachthieb. Sollte aber auch noch okay sein. Boah, ein Crit hätte mich tatsächlich jetzt gekillt. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Wobei, Nachthieb kommt ungefähr... Ja, wobei... Ja, doch, ergibt schon Sinn. Ergibt schon Sinn, dass das so viel Damage macht. Da kann man nichts gegen sagen. Und jetzt kommt nochmal das Weezing, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so geil, das Loking Hard reinzuwerfen, muss ich sagen. Aber wir können den Gott sei Dank umsurfen und ich glaube nicht, dass der mich two-shotten kann. Es kommt sogar erst der Feuersturm. Das ist sehr, sehr... Was hatte ich gerade auf dem Feld, dass er Feuersturm drückt? Raichu. Naja gut, dann drückt er halt Feuersturm. Und eine Sludge-Bomb sollten wir immer leben, weil wir haben eine sehr gute Speed-Def. Das sollten wir auch mit einem Crit überleben. War das ein Crit? Das war... Okay, ich weiß nicht, ob ich hier Lashokings Spedef einfach die ganze Zeit immens überschätze. Oder ob Weezing noch meinen Special Attack Boost bekommen hat. Weil das war auch schon wieder, also ein Crit und ich bin weg. Was mich sehr wundert, muss ich sagen. Aber okay, ich meine, mit Roserade können wir den Sack auf jeden Fall jetzt zumachen. Weil die Matschbombe ist alles fein. Ich glaube sogar, hier hätte Feuersturm kommen können. Das heißt, auch das... Ich glaube sogar Tauboss wäre der sicherste Switchout gewesen. War eigentlich kein so sicherer Switchout. Ich sag, den Kampf habe ich echt ganz weit weg vom Souverän gespielt, muss ich gestehen. Aber wirklich sehr, sehr weit weg vom Souverän spielen. Aber na gut, ne, es ist, wir haben nichts verloren. Es ist okay. Und dann sagst du in die Kommentare, oder Freunde, habe ich nicht recht? Oh lol, der hat sogar eine TM fallen gelassen, 06, das müsste Toxin sein. Oder? Also eine Toxin-TM nehme ich sehr gerne mit, muss ich sagen. Zeig mal. Oh, ich habe so viele TMs. Oh, ich bin down. Ich bin so reich an TMs. Und das ist wirklich Toxin. Dann schauen wir mal, wie der Doppelkampf jetzt mit Raissa so laufen wird. Hoffentlich ein bisschen besser als der Kampf, wie ich mich gerade gegen den Typen da angestellt habe. Das wäre ganz nett, muss ich gestehen. Wäre sogar sehr nett. Haben natürlich. Ich glaube, die haben einfach immer konstant so viele Monsters. Das wird sich hier, glaube ich, nicht mehr ändern. Ha. Das ist ein sehr weirdes Matchup, weil irgendwie ich will drinbleiben, ich habe so viele Moves, die effektiv sind. Andererseits will ich aber auch nicht drinbleiben. Die Frage ist jetzt nur, in wen geht man? Es kommt halt Unlicht oder eine Pflanzenattacke auf mich.
Ich glaube sogar Carlington ist fein. Weil, warte mal, jetzt muss ich mir kurz das Type-Charting nochmal angucken. Aber ich glaube ja, Flug resistiert doch jetzt sogar Eis. Oder auch nicht. Ich glaube, ich laber ganz, ganz großen Bullshit. Ja, ich laber ganz, ganz großen Bullshit. Nee, dann würde ich sogar einfach einmal drinbleiben. Und wir, naja, wobei. Wir gehen mal in Philipp. Der ist irgendwie so ein neutraler Bursche. Damit können wir, denke ich, am solidesten erstmal was anfangen. Vielleicht macht Driftblim auch was Gutes. Snowball geht erstmal auf den Eisschad gegen Driftblim. Okay, okay, okay. Das ist erstmal vollkommen... Ja, was heißt vollkommen? Das war schon ein bisschen damit schon. Da kommt Fliegen, okay. Das heißt, der greift auf jeden Fall Snowball an. Wir kriegen Smog ab. Okay, und wir werden gepoisoned. Boah, da sind jetzt gerade echt viele Effekte, muss man sagen. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier weitermachen will. Ich denke, wir greifen einfach mal Snowva eine Runde an, dass der sicher died. Ja. Okay, Driftlim hat sogar mit Fliegen gerade das Hunduster besiegt. Dann war es tatsächlich sogar eine sehr gute Entscheidung, Snowva anzugreifen. Wer kommt denn als nächstes rein? Warte, können wir jetzt vielleicht ein bisschen gewiefter besser wechseln? Gligar. Ja, der macht jetzt auch nicht so viel besser, um ehrlich zu sein, ne? Flug ist halt auch wieder kacke. Wir haben so viele Flugschwächen, merke ich gerade. 3 Stück und nur 1 Resistenz. Aber eigentlich kann der keine Bodenattacke außer Schaufler. Deshalb ist es, glaube ich, erstmal okay, Emmy hier reinzuschicken und dann ein bisschen zu surfen, maybe. Ice Shard kommt auf Driftlim vermutlich wieder. Korrekt. Ja, Driftblim macht bisher noch nicht so einen insane Job, muss ich sagen. Das lässt noch ein klein wenig zu wünschen übrig. Ominous Wind. Maybe ein Omniboost, dann steht der ein bisschen besser da. Schade, ich hätte gegönnt. Was kommt denn jetzt rein? Feint Attack, okay, das heißt... Oder auch auf mich, na gut. Ja gut, wir hatten Slowking drin, das kann man machen, sehe ich ein. Aber wer kommt denn als nächstes in den Ring geschleudert? Ich meine, eigentlich ist Driftblim jetzt das nächste Ziel von den Trainern. Wie Brava. Oh, das ist ja auch schon wieder... Das ist ja... Aber dann schicken wir, I guess, jetzt Ricardo rein. Und das Erste, was ich loswerden will, ist das Wie Brava. Okay, never mind. Driftblim kümmert sich mit Fliegen darum. Dann geht der Eisstrahl auf Gligar. Das ist auch vollkommen okay, weil mir ist aufgefallen, dass Wie Brava ist ja auch ein Käfer-Pokémon. Das heißt... Eigentlich ist auch mein Dings gar nicht so geil. Weil der hat ja Zugriff, also der ist ja Käferdrache an der Stelle jetzt schon. Das heißt, der hätte Stab-Käfer-Attacken. Ich weiß nicht, der Wassertyp ist es einfach nicht mehr, habe ich das Gefühl. Es ist einfach eine Vollkatastrophe alles. Aber naja. Ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt den Kampf hier so ein bisschen so schnibbelmäßig auch machen. Weil sonst dauert es so lange und dann ist Hagel wieder da. Und naja, alles juckt uns ja nicht, ne? Es juckt uns ja nicht. Fero, ja, das ist auch wieder eine Katastrophe. Und Persian. Ja, bin jetzt von beiden nicht begeistert, ne? Wir könnten einmal in Carlington gehen, aber ich glaube, wir gehen erstmal eine gediegene Runde in Emmy. Das Problem ist, wenn Driftblim jetzt losfliegt, ich glaube, der stirbt trotzdem einfach am Hagel, ne? Ah, Eroas kommt auf uns. Wie viel macht das? Chip ist halt Chap, ja, und jetzt auch noch der Biss auf uns. So, und jetzt haben wir... Was passiert hier? Das ist nicht mal eine Immunität. Das war, ich glaube, mit einer der weirdesten und dümmsten und beschissensten Runden, die hier gerade hätten passieren können. What the actual hell? Was war das denn? Und jetzt stirbt Driftblim einfach und hat mich dabei noch angegriffen wegen Lightning Rod. Ich dachte wenigstens, das wäre eine... Okay, deshalb hat Torterra Lightning Rod. Das ergibt jetzt Sinn. Ja, jetzt müssen wir in Taubos gehen. Jetzt habe ich ja gar keine andere Wahl mehr, wenn ich nichts verlieren will. Das schaut hier alles so... Ich habe das Gefühl... Ich dachte eigentlich, ich habe einen echt guten Squad, aber ich habe langsam das Gefühl, mein Squad ist richtig kacke. Also irgendwie sind da so viele Schwächen, die so schlecht teilweise auch abgedeckt werden. Das ist der Wahnsinn. Oh, und jetzt noch Heuler. Gehen Sie mir doch bitte nicht auf, Senkel. Ich hoffe vor allem, dass Raisa... Ich glaube auch Raisa... Nevermind, ich wollte gerade Raisa disrespecten und sagen, was für eine dumme Spielerin. Aber Raisa, die Big Brain Spielerin. Holy moly. Ich denke, dann können wir uns jetzt tatsächlich auch einen Nahkampf erlauben, weil Persian wird eher den Kill auf Blissey sehen und wird dementsprechend uns nicht angreifen.
Und dann können wir den easy peasy rausnehmen, hoffentlich. Zumindest. Bitte. Wir sind auf minus 1, das heißt, der wird vermutlich sogar den leben. Oder auch nicht, weil wir kritten. Danke, Taubos, du geile Socke. Okay, auch der Doppelkampf war jetzt auch eher weiter weg vom Souverän, muss ich sagen. Ich denke, ich packe jetzt auch alles noch auf 37. Ich glaube, jetzt kommt sogar der Athena-Kampf. Okay, doch noch kein Athena-Kampf. Der Kampf mit der... Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß immer nie, wie sie heißt. Marley auf Englisch offensichtlich. Aber die hat schon mal einen Akani daneben. Deshalb finde ich jetzt Roserade ein guter Partner. Neben dem kümmert sich so um Wasser- und Boden-Pokémon. Das ist ganz nice. Sollten da welche kommen, man weiß ja nie. Electrode und Noctu. Warum ist da jetzt ein Sneebel? Okay, dann gehen wir wohl hier wieder raus. Und stellen wieder fest, dass wir ein Problem haben. Ich meine, also, okay, es geht so. Raichu kommt in beide Steps gut rein. Electrode geht auf Charge Beam, das geht dann auf mich. Boah, ist das nervig, dass Blitzfänger, also wirklich nur ein, nicht mal ein, wäre ja okay, wenn ich den Damage bekomme und dann wenigstens noch mal ein Special Attack. Oh mein Gott, Sneebel. Und da kommt eine Konfusion auf mich. Na gut, aber das sollten wir noch wegstecken, genau. Dann gehen wir jetzt auf Donner. Aber das ist dreifach gesplittet quasi. Sollten wir leben, oder? Ich habe nichts gesagt, wir sind einfach dead. Was? Echt? Ich bin ehrlich, ich hätte immer gesagt, dass wir das leben. Also, ich weiß jetzt nicht, wie Finale berechnet wird. Vor allem Noctu lebt einfach, what the fuck. Aber ich hätte gesagt, ich lebe das ja immer. Ja gut, dann offensichtlich nicht. Schade, Raichu. Aber krass. Ich meine, ich hätte da jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich was... Klar, wir hätten... I guess, wir hätten Krippuk reinwerfen sollen. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr drüber nachgedacht, dass der sich wegspringt, weil ich dachte, okay, im Doppelkampf habe ich es jetzt auch eher für unwahrscheinlich gehalten, dass der sich da wegspringt. Wir fliegen jetzt einfach mal gegen Noctu. Und wenn Akani den dann besiegt, dann greifen wir halt das nächste Mal, was reinkommt, an. Das ist auch okay. Weil ansonsten vor Mistrevious habe ich jetzt nicht ganz so viel Angst, weil Spukball hittet mich nicht. Feenattacke, weiß ich nicht, ob es das überhaupt hat. Und Psystrahl ist kein Stab-Angriff. Also ist das auch noch verkraftbar. Und da kommt... Na klar, kommt jetzt ein Gesteins-Pokémon, während ich am Fliegen bin. Boah, das könnte jetzt auch ein totes Taubos bedeuten, ne? Hat das gerade neutralen Damage gemacht? Bin ich blöd? Flug auf Gestein? Und da kommt ein Erdbeben. Das ist ja okay. Flug auf Gestein ist doch resistiert. Oh. Nein, ich sehe gerade im Typing-Chart, Flugattacken sind neutral auf Gesteins-Pokémon jetzt. Na, das ist auch gut zu wissen. Wieder was gelernt, Freunde. Wieder was gelernt. So, aber mit Nahkampf sollten wir den trotzdem rausnehmen. Weil das ist immer noch sehr effektiv. Hoffentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab gerade das Type-Charting ganz panisch angeguckt und mir gedacht, bitte, 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 bitte. Oh, ey, wir sind im Part 7 und ich entdecke immer wieder neue Effektivitäten und so, beziehungsweise Wechselwirkungen. Das ist eigentlich keine gute Sache. Wir haben 5 Orden. Und ich denke mir jetzt so, oh, Flugattacken sind neutral gegen Gesteins-Pokémon. Na, das ist eine sehr interessante Information. Und Magneton noch. Ne, da gehen wir auf jeden Fall raus. Die Frage ist, gibt es etwas, wo wir wirklich gut raus können? Weil die Frage ist, wir gehen in unseren neutralen Boy. Krippuk ist der Neutrale hier unter uns. Das sollte passen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Venomoth hier den Psychotypen bekommen hat. Feuerzahn, gib ihm. Wunderbar. Träumchen, bitte kill. Weil wer weiß, wen Akani angreift, weiß ich nicht. Und wenn Magneton dann irgendwie doch den Nahkampf überlebt, was gut sein kann... Warum auch immer jetzt die Magnetbombe auf das Akani geht und nicht... Das war sogar ein Crit. Und nicht einfach die Elektroattacke kommt. Wir haben im Übrigen Nasty-Plot gelernt. Ich habe sie mal statt Hypnose beigebracht, weil ich mir dachte, ich hätte eh die Hypnose. Und wenn wir dann mal Finstaura oder so lernen, dann ist es definitiv nicht verkehrt. Aber wir haben den Sucker Punch gemisst. Ich wollte gerade sagen, hä? Wie kann das gerade fehlgeschlagen haben? Das ist ja eigentlich nicht möglich. Aber gut, das war es dann auch mit Magneton. Leider mit einem Verlust aus diesem Doppelkampf gegangen. Aber es war ein Finale-Kill. Also, ja, am Ende des Tages doch, hätten wir vermutlich einfach in Krippuk gehen sollen. Ich hätte an Finale denken müssen und so. Ich weiß auch nicht genau, warum ich da jetzt nicht dran gedacht habe, um ehrlich zu sein.
Aber das scheint wohl der tiefe Fall des Downy Perfects da zu sein. Der beginnt wohl jetzt. So, Raichu, du warst leider echt nur sehr, sehr kurz dabei, muss man sagen. Aber hey, ja, du hast jetzt auch nicht wirklich gut performt, bin ich ehrlich. Ich bin sogar langsam am Überlegen, ob ich nicht sogar Lashoking auch raus tue, weil irgendwie überzeugt er mich bisher nicht. Und ich hole Lantern rein und schaue lieber, dass ich nochmal irgendwie ein weiteres Typing reinbringe. Und ich glaube, das mache ich sogar. Oh, es ist sogar ein Single-Battle gegen die gute Ariana. Okay. Also ich würde mit Roserade leaden, ist mein Plan, weil da ist ja ein Arbok und Arbok sollte okay sein. Da haben wir ja einen Sondersensor gegen. Ich meine, Mülltreffer zwiebelt schon ordentlich. Ich überlege sogar, ob wir einmal kurz scouten, ob der Mülltreffer hat. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass Sondersensor nicht killt und der mich mit dem Mülltreffer sogar rausnimmt. Ich würde das sogar einmal machen. Wir wechseln jetzt mal in Gabriel, weil der übersteht ja alles, was so Gift... Es kommt ein Knirscher, okay. Ist auch fein. Und jetzt muss ich eigentlich sogar... Es ist so dumm, aber ich muss jetzt eigentlich einmal in Taubos gehen, um zu scouten, ob er Erdbeben hat. Wenn er es nicht hat, können wir hier reingehen. Ansonsten schwierig. Das dachte ich mir. Dann würde ich nämlich tatsächlich sogar Poison Storm und der ist schneller. Okay, Arbok hat definitiv einen Buff bekommen. Aber definitiv. Wie viel macht... Boah, das war viel Damage. Special Attack ist stark gesunken. Ist das so eine Art Blättersturm? Also würde mit Poison Storm den Namen Sinn ergeben. Und er geht wieder auf Knirscher. Warum immer auf Knirscher? Hat er keine andere Giftattacke? Vermutlich, ne? Vermutlich. Es kann natürlich sein. Was ich jetzt gerade so merke. Ich würde mal einmal auf Fuß gehen. Dass der tatsächlich den Dark-Type hat. Das kann sogar sehr gut sein, würde ich sagen. Dann würde ich nämlich jetzt in Scaraborn wechseln. Weil der fängt ja die Unlichtattacke gut ab. Und dann können wir mit Nahkampf, denke ich, zum Killern setzen. Ich vermute, Wahlband-Durchbruch würde auch reichen. Aber sie müsste, also sie müsste noch Giflor und Kramorx haben. Und dann noch ein Mon, das ich nicht weiß. Das heißt, wir können einfach auf Nahkampf gehen. Gut, dass ich bin lieber Knirscher als diesen Gift-Move, wenn er den krittet. Weil ich kann mir vorstellen, dass das sogar killt. Damit sollte Arbok auf jeden Fall weg sein. Okay. Und jetzt wird vermutlich das Kramorx kommen. Und da ist... da ist halt die Frage, in wen gehen wir? Ja, Bastiodon. Nevermind. Meine Frage wurde gerade beantwortet. Honchko... sogar schon Kram-Chef. Nicht schlecht, sage ich da. Aber da sollte eigentlich mein Bastiodon ein richtig guter Check für sein. Also eigentlich kann der mir nichts. Würde ich jetzt sagen. Bravebird. Ja, das ist er... Nee, ist keine vierfache Resistenz, ist eine einfache Resistenz. Ja, aber Beuterus hat so viel Def, dass das immer noch passt. Och, ich habe Taunt noch vorne. Ich hasse mein Leben. Naja, dann leben wir wohl damit. Dann leben wir wohl damit. Dann gehen wir jetzt auf Rocktomb. Und wie macht das? Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten eigentlich noch einen Crit leben. Oh, das ist so scheiße, weil jetzt habe ich so viel verschwendet quasi. Das ist eigentlich auch nicht nice. Das finde ich überhaupt nicht nice. Das ist überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Ja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt in Landhorn zu wechseln. Ich meine, Sturzflug wird halt echt scheppern. Das ist mein Problem. Aber Vampiric Aura klingt nach was Speziellem, wenn ihr mich fragt. Und Landhorn, ja, fängt das so einigermaßen gut ab. Also überzeugt bin ich jetzt auch nicht. Ja, Donnerblitz, ne? Wir sind schneller. Das ist sehr gut. Weil maybe reicht das zum Killen. Das wäre jetzt sehr wichtig. Und auch richtig. Wunderbar, okay. Dann haben wir den jetzt schon mal weg. Und dann ist halt jetzt die Frage, wer kommt als nächstes? Ich merke gerade, habe ich eigentlich Lantern und Beuterus vorgestellt? Ich glaube sogar nein, ne? Wir haben übrigens Lantern und Beuterus drin. Ich meine, Lantern habe ich gesagt, aber ich glaube, Beuterus hatte ich eigentlich gar nicht erwähnt gehabt. Aber dann wisst ihr da jetzt Bescheid. Ich denke, gegen Giflor können wir mit Roserade gewinnen. Weil momentan fühlt sich... Boah. Fühlt sich schwer an, was anderes reinzuwerfen. Matschbombe. Das ist ein Crit, ne? Okay, jetzt sind wir offiziell in der richtigen Kackposition. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, jetzt auch noch Taubos anzuditschen. Aber ich will eigentlich Roserade gerade nicht verlieren. Und eine... Wobei, ich weiß gar nicht, wie schlau das war. Okay, es ist Gott sei Dank okay ausgegangen.
Und jetzt muss ich hoffen halt, dass Fliegen killt. Ich weiß nicht. Wird noch definitiv auf 38 mindestens gehen sollen. Weil nach diesem Team Rocket Arc kommt halt die nächste Arena-Leiterin einfach schon. Wir hätten leveln sollen. Das war richtig dumm. Oh ja, jetzt sind wir dead. Ich bin ehrlich, ich weiß aber nicht, wie ich da anders hätte drumherum spielen sollen. Und Tauboss ist ein Ticken schwächer, meiner Meinung nach, als Roserade. Wobei, so viele Flug-Pokémon haben wir halt nicht auf der Bank. Ich glaube, wir haben mehr Pflanzen-Pokémon als Ersatz. Wahrscheinlich wäre das sogar schlauer gewesen. Ah, ich glaube, wir hätten sogar eher Roserade opfern sollen. Ich glaube, das wäre sogar, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber ich habe irgendwie zu Roserade momentan mehr Bindung und deshalb habe ich das so rumgemacht. War wahrscheinlich, aber ich habe gerade nicht ganz im Kopf, was wir alles auf der Bank noch haben. Jinx. Wobei, das sollte Philipp regeln können. Also, ja, wobei, so Lovely Kiss ist wieder sehr nervig. Boah, die ist echt, also dafür, dass sie nur vier Pokémon hat, ist das echt ein echt schwieriger Kampf gerade. Ich meine, wir haben auch ein Pokémon verloren. Okay, Crit, der hat ziemlich sicher nicht gemeldet, weil Jinx keine Death hat. Und damit haben wir Gott sei Dank diesen Kampf überstanden. Ich sag, es hätte auch passieren können, dass wir noch einen Mon verlieren. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich... Ja, wir hätten maybe einfach Team 84 Roserade opfern sollen, aber... Naja, ne? Was ist ein Team 84? Das scheint sehr weit oben zu sein. Ich habe gar keinen Guess. Oh, Gift-Tip. Oh, das ist cool. So, das heißt, Tauboss darf dann leider auf die Deathbox. Schade, ich fand den eigentlich ganz cool. Ich glaube, so cool wird ein Tauboss nie wieder sein. Ja, ich meine, wir haben halt einen 1-zu-1-Ersatz in Form von Habitag. Das heißt, ich werde dann Ibitag hochleveln. Aber so viel Flug haben wir nicht. Wir haben ja X-Bad auch schon geopfert. Ich glaube, wir haben nur noch Pelipper als Flug. Ja, und Togekiss, okay. Wer weiß, was dann noch wird. Aber wir haben schon zwei tote Flug-Pokémon. Naja, also wie gesagt, ich werde den dann bis zum nächsten Part hochleveln, denn ich denke, das soll es auch wieder für heute gewesen sein. Das war irgendwie nicht so ein rosiger Part. So, performance-technisch sind wir ein bisschen abgefallen, habe ich das Gefühl. Gleichzeitig sind die Trainer aber auch besser geworden, was auch keine gute Kombi ist. Dementsprechend, ich bin gespannt, wie der nächste Part laufen wird. Da müssen wir, soweit ich weiß, gegen Atlas noch kämpfen. Dann haben wir noch einen Safari-Zone-Encounter, dann kommt schon wieder Orden 6. Also Schlag auf Schlag wird es wieder gehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye-bye!